Tarkova genießt als Königsstadt und Ort von des Korallenhafens doppelten Ruhm. Dort befindet sich der Palast des Ranga Nui und gleich vor dem Tor der großen Zene liegt eine Flotte königlicher Schiffe vor Anker. Hier und da kann man die brüllenden Testschüsse von Kanonen hören. Dort liegen die besten Schiffe in Rautai und auf der Welt vor Anker und einige unserer brillantesten Denker arbeiten hart an der Artillerie. Meine Mutter zum Beispiel, Kana grinst fröhlich. Ich selbst habe mit Schießpulver kein gutes Händchen. Hatte aber ein Gewehr am Anfang. Tarkova ist natürlich auch Sitz der Sagenakademie und viele Besucher kommen von weit her, um mit dem Sagenhüter zu sprechen oder sich die Gesänge anzuhören und in den Büchern zu blättern. So zumindest war es, als ich noch jünger war. Als ich ging, war es schon ein wenig anders. Wie? Man könnte sagen, dass sich der Wind dreht. Die Pahari, ich denke, man könnte sie Traditionalisten nennen, und sie haben den Sohn des Ranga Nui in ihren Reihen. Beim Abendessen wird nicht mehr diskutiert, wie weit eine Flotte Rautai-Schiffe segeln kann, sondern wie gut verteidigt unsere Grenzen sind, wie weit wir uns von den alten Wegen entfernt haben. Dann kommt das Gespräch auf den Bann gegen edirische und valianische Handelsschiffe und Kana seufzt. Als ich ging, war die Lage schwierig. Die Älteren stritten viel untereinander. Ich vertraute darauf, dass der König den Frieden gesichert hat, aber manchmal sorgte ich mich, dass sich alles zum Schlechten gewendet haben könnte. Bist du nicht ein Traditionalist? Also bist du ein wimmernder Weichling? Es ergibt Sinn, im besten Interesse deines Volkes zu handeln. Ich verstehe, ich habe mich aber etwas anderes gefragt. Nehmen wir mal die drei. Natürlich, aber ich kann aufhören, mich zu fragen, ob das wirklich in unserem besten Interesse ist. Wenn wir uns von jedem anderen Land isolieren, was opfern wir dann für unsere momentane Sicherheit? Klingt so, als ob du deine Heimat vermissen würdest. Manches davon, die Silberklippen, das Meer, das wenigstens kann niemand ändern. Am Tag, als ich an Bord des Schiffes nach Edir ging, hing der Sonnenaufgang gülden über dem Wasser. Und ich sprang fast über Bord und schwamm nach Hause zurück. In deinem Koma gibt es viele dieser Geschütze? In Rautai gibt es viel Artillerie. Wir haben große Fortschritte mit Sprengstoffen gemacht. Während des Kriegs des Heiligen war einer unserer Artilleriemeister sogar Berater für den Bau der Götterhammerbombe. In Rautai selbst aber sind unsere Bemühungen eher bescheiden. Bombarden, Kanonen, mit Mörsern kommen wir auch ganz gut voran. Solltest du jemals nach Tarkova kommen, könntest du meine Schwester fragen. Sie hat auf der Ratuvana das Kommando. Sie weiß viel mehr als ich und genießt deswegen auch großes Ansehen. Es mag ja nicht besonders traditionell sein, aber selbst der schärfeste Demagoge schneidet das Thema Artillerie lieber nicht an, denn dadurch würden sie alle ihre Unterstützung einbüßen. Leben dort nur Amauer? Weit gefehlt. Die Amauer sind erst in jüngster Zeit gekommen, bilden die größte Gruppe. Andere haben sich uns angeschlossen, solange sie sich Untertanen des Ranga Nui nennen. Einige meiner Nachbarn zum Beispiel sind Orlaner, feine Leute, auch wenn sie sich kaum für das Meer interessieren. Ich hatte andere Fragen. Lass uns aufbrechen. Gut, das war Kana. Warum bin ich mit einer Fernkampfwaffe gerade ausgerüstet? Palegina ist richtig, du bist richtig und ihr seid auch alle richtig gut. So, das heißt, wir brechen zurück nach Herdlied auf erstmal. Dort wollten wir rasten. Vorher vielleicht noch mal ein bisschen Durins löchern, weil vor und nach, wir können nur pro Rast mit ihm ein bisschen schnacken. Durins ist halt der schwierigste Gesprächspartner in diesem Spiel. Und was
musst du jetzt sagen. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen If wollte. doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schickst du die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Ja, also hast du den Götterhammer gebaut? There Das were hatten wir 12 of so us. schon. We each Ja. felt as if the staff was Margren's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aethys. Die Schatten der Zwölf. Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margren, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Selbst mit diesem Widerstand war ein Ritual verbunden. Für die 12, die auf der Brücke standen, wurden ein Dutzend Schatten geworfen, ein Dutzend von Margrans Gläubigen, ihren energischen Unterstützern und Erbauern des Götterhammers. Durin stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick, das Licht lodert leicht auf. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, eine nach der anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aethys fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. So wie die 12 Iotas festgehalten haben, so haben wir 12 unsere Gebete entfesselt und den Götterhammer herabfallen lassen. Dann blüht sie hell auf und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten. Und du blinzelst, um wieder klar sehen zu können. Durin stand noch immer wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. And we share their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Vielleicht marked by Margren. Ah ja. Vielleicht Schatten, die vom Feuer des Götterhammers geworfen wurden. Die Flamme erlischt plötzlich und ohne Rauch, und später teilten wir ihr Schicksal ebenfalls. Nun trägt das Rückgrat des Dürrwalds die Spuren des Götterhammers, vom Magran markiert. Durin runzelt die Stirn und hebt seinen Blick vom Stab. Ich habe noch andere Fragen über den Götterhammer. Was ist damit? Ich möchte dich noch was anderes fragen. Der Preis dafür, mich zu belästigen, scheint dich kaum zu sorgen. Erzähl mir von Magran. Oh, du kennst sie, musst du einfach. Er kichert verbittert, dann wird seine Stimme wieder normal. Sie ist eine vielköpfige Schlampe. Wie siehst du Magran? She's a goddess, as fickle as they come. And with all the failings you'd expect of an empress and a whore. Too many eyes, too many wants, too much to hold on to. That's the failing of a god. More aspects than words to describe her, like most of them. Sie ist eine a god with many nations to oversee, so. Only serves to spread herself too thin. Sie ist eine Göttin und so wankelmütig, wie sie eben sind, und mit allen Fehlern behaftet, die man von einer Kaiserin und einer Hure erwarten würde. Er runzelt die Stirn, kratzt sich im Gesicht. Ihr Klerus hat dieselben Fehler. Zu viele Augen, zu viele Wünsche, zu viel, um sich daran festzuhalten. Das sind die Fehler der Götter. Wie bei den meisten von ihnen gibt es auch bei ihr mehr Aspekte als Wörter, um sie zu beschreiben. Er schnaubt. Eine Göttin, die viele Länder zu beaufsichtigen hat und übernimmt sich daher damit nur. Obwohl die Flamme selten zweimal kreuzt, also ist das vielleicht die einzige Wahrheit, die sie sich zu eigen macht. Wer weiß das schön. Götter werden gierig, und wenn es ums Feuer geht, das Feuer ist Hunger der Götter. Was sind ihre Aspekte? Dumerins beginnt an seinen Fingern abzuzählen und dabei zu skandieren. Krieg wandelt, Feuer verzehrt, Prüfungen reinigt. Kriegsführung, Feuer, Verzehrung, Reinigung und vor allem Wandel. Prüfungen auch, aber es werden ja eh alle Dinge Tests unterzogen. Eine Prüfung kann verzehren, reinigen, wandeln. Sie sind alle miteinander verbunden, obwohl im Herz die Flamme steht und auf der Flamme kommt es an, denn sie ist der Quell aller Dinge. Vielleicht hätten sie damit anfangen sollen, was? Das weiß doch jeder nah an einem Lagerfeuer. Ohne Flamme und Feuer wären wir in der Dunkelheit nicht weit gekommen. Wenn man hört, dass manche der inneren Feuer sie bei der Feuerstelle und dem Blasebälgen erzählen, selbst in den Hallen von Aschfall, so könnte man gut zum Schluss kommen, dass das Feuer den Menschen das Leben gebracht hat. Und dieses Feuer war Magran. Manche der älteren Texte besagen, sie hätte ihre Hände gerieben, worauf diese in Flammen aufgegangen seien. Oder ein anderer Gott hat sie mit
einem Schüreisen gebumst. Da gibt es also verschiedene Sichtweisen über sie. Er grunzt. Meine ist nur eine von vielen. Dorans runzelt die Stirn und hält inne. Dann werden seine Augen von einem begierigen Glänzen erfüllt. Eins aber könnte ich dir sagen. Ich könnte dir erzählen, was die unterliegende Seite von ihr hält. Und das sollte dir eigentlich genug sagen. Lass mich darüber sprechen, was ein Edyrer sieht. Und was sieht ein Edyrer denn? Die Edyrer haben eine korrekte, höfliche Übersetzung ihres Namens. Herausragend im Krieg, taktische Disziplin. Er schnaubt. Das ist natürlich auch der Grund, warum sie die verdammte Kolonie verloren haben. Wahrscheinlich zitieren sie immer noch... Zitierten sie das immer noch, als wir sie schon über die Decks beugen ließen. All ihre Feuerwaffen und Kanonen sind ja schön und gut, aber trotzdem ziemlich nutzlos, wenn dein Stab ihnen Licht in den Schädel treibt und links wie rechts rote Geschenke verteilt. Dorin ballt die Fäuste und lacht. Edyrer nennen das Erhabenheit, göttliches Bewusstsein. Diese Worte sind so willkommen wie Scheiße am Stiefel und mehr als das nahmen sie auch nicht mit, als sie davonliefen. Er schüttelt den Kopf. Eine gelernte Lektion, aber zur falschen Zeit. Mir sind sie fast ein wenig sympathisch. Fast. Lektion, was meinst du damit? Der Titel eines Gottes heißt nicht, einen Gott zu kennen. Sich an Worten festzuhalten, anstatt den Weg zu bestreiten. Sich selbst mitten im Getümmel zu testen. Zu gehen, bis die Worte abgestreift sind und du es in deinem Herzen brennen spürst. Das ist die wahre Lektion. Diese edirische Höflichkeit, dieses verspielte Festklammern am geschriebenen Wort, so wie sie es verstanden. Das verbrannte während des gesamten Dürrwaldfeldzugs ihre Schiffe, vernarbte sie und ließ sie ständig fliehen. Das verbrannte während des ganzen Dürrwaldfeldzugs ihre Schiffe, vernarbte sie und ließ sie ständig fliehen. Er schnaubt. Göttliches Bewusstsein, im Warten darauf geprüft zu werden, steckt kein echter Glaube. Die Besten im Kampf hatten sich bereits ordentlich eingeschissen, und zwar bis sie trocken waren und sich auf das Töten konzentrieren konnten. Genug mit Magan, ich habe andere Fragen. Ich vermute, die Antworten werden noch mehr Fragen sehen. There were 12 of us. It felt as if the staff was Margrin's own finger. The cost of troubling me seems to worry you little. Ja, warum war es uns vorher bestimmt, uns zu treffen? Wenn du mich weiter belästigst, könnte ich dir hier für jede Frage die Spendenschale reichen. Genug jetzt der Fragerei. Lass den Weg zum nächsten Lagerfeuer führen. Absolut. Also ja, nach dem Rasten könnten wir theoretisch nochmal mit ihm reden. Das mache ich aber dann in der nächsten Aufnahmesession. Wir eilen jetzt zum himmlischen Bäumchen. Und dann weiter zum Ulmen Cup und dann speichern wir. Greetings. Willkommen zurück. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gern ein Zimmer. Macht, Verfassung und Entschlossenheit. Rasten. So, ab zum Ulm Cup und speichern. Dann reden wir bei der nächsten Aufnahmesession nochmal mit Duvens. Und vielleicht noch mit Sargani. Dann haben wir nämlich mit all unseren Charakteren geredet. Wobei, mit Sargani werde ich wahrscheinlich warten, bis wir am Ende, also bis wir ihre Quest abgeschlossen haben. Also ab nach Ulm Cup, speichern.
So, speichern. Das müsste jetzt 32 dann sein. Ja. Also, let's play 032. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.